Hallo zusammen, ihr da draußen, unsere DAX-Fans. Wir begrüßen euch hier wieder aus Taunusstein. Genau, Sebastian vom Vertriebsinnendienst. Peter Oller vom Marketing. Richtig. Über was wollen wir heute reden? Wir haben unseren ersten regulären Podcast zum Thema Connect Them All. Ah, okay. Wir haben eine Kampagne gestartet. Ja. Magst du die kurz vorstellen? Ja, also Kampagne, die Frage, was verstehen wir unter einer Kampagne? Also nicht jetzt, wo es irgendwelche Sachen zu gewinnen gibt, haben wir auch schon gehabt letztes Jahr. Aber die Kampagne bedeutet, wir wollen euch den Eco, den DAX Eco näher bringen. Genau. Und das bedeutet, dass wir mal wegkommen wollen von dem Thema, der DAX Eco ist so ein billiger Pro, sondern das ist eine richtig kleine, geile, leistungsstarke Kiste. Genau, wollen wir ganz kurz zwei, drei Sätze sagen zu dem Eco. Also wir haben ja seit 25 Jahren ungefähr den DAX Pro, dieses riesengroße, vollumfassende Schlachtschiff. Ja, genau. Und seit ungefähr 10 Jahren, wenn ich nicht richtig liege. Ja, 10 Jahre genau, schon her fast. Ja, ja. Super, ne? 9. Ja, den kleinen Eco. Auf jeden Fall in 2 Ausbaustufen. Einmal den Eco 100 und den Eco 200. Ja. Den kennen viele noch als Micro-DAX. Ah. Ja, der Micro-DAX war der erste Vorgänger quasi von dem Eco. Mhm. Gab es immer noch den entsprechenden Relaunch für den Namen. Mhm. Aber das ist der Micro-DAX gewesen. Das war quasi in so einem Bauteil, dass wir sagten, okay, wir brauchen jetzt hier für ein abgesetztes Gebäude einen Alarmsurfer, wenn zum Beispiel jetzt die Verbindung gekappt ist, dass der auch die Infrastruktur in einem abgesetzten Gebäude, zum Beispiel bei einer Pflegeeinrichtung oder Krankenhaus, die auch ihre Alarme abarbeiten können. Daher ist der Eco entstanden. Genau, das war die Ursprungsgeschichte. Aber mittlerweile ist der Eco so leistungsfähig, dass er eigentlich für gerade für die Pflegebranche, für die Pflegebereiche oder auch für kleine Office-Anwendungen oder Industrieanwendungen sehr, sehr gut geeignet ist. Ja. Vielleicht kurz ein paar technische Daten. Der Eco kann 4 bis 8 Kanäle in der VoIP-Anbindung und 4 Kanäle in der ECN-Anbindung. Der Eco 100. Der 100er, genau. Genau, 100er. Guter Einwand. Wir fangen mal klein an. Und er kann selbstverständlich serielle S-Bahnen stellen, bis zu 3 Stück in der VoIP-Variante, eine serielle in der ECN-Variante und eine S-Bahn-X. Schnittstelle. Ganz wichtig. Schnittstelle heißt XML, das heißt LAN-basierende Übertragung. Richtig, genau. Das ist dann, wenn ich ganz, ganz lange Entfernung überbrücken muss, abgesetzte Brandmeldeanlage in irgendeinem Außenbezirk. Richtig, genau. Und selbstverständlich kann der auch natürlich Kontakt-Ein- und Ausgänge verwalten. Die sind bei dem Eco 100 schon an Bord. Die werden nur per Lizenz freigeschaltet. Und beim 200, der kann bis zu 30 Kanäle, VoIP oder ISDN, muss man halt dann auswählen, was man bräuchte. Er kann bis zu 5 S-Pass-Schnittstellen, hat keine integrierten Kontakte, die können wir aber extern zum Beispiel über USB absetzen und haben dann Kontaktmodule. Genau. Das heißt, es sind eigentlich 2 recht mächtige Systeme. Alarmserver-Systeme, genau. Aber jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum Connect Them All? Warum das Connect Them All? Richtig, was bedeutet das? Ja. Warum jetzt? Ich bin ja, wie schon im Intro gesagt, erst seit kurzem hier bei Tetronic, war davor beim anderen Alarmserver-Hersteller. New Voice. Ja, und Tetronic gilt immer draußen am Markt, die können ja nur mit Unify. Ja, und verstaubt, ne? Ja, und nicht innovativ, und genau. Geht nur an so eine Kiste von Unify. Richtig, genau. Aber Connect Them All heißt nicht nur, dass wir verschiedene Gewerke anbinden können über verschiedene Schnittstellen, sondern wir können uns das selbstverständlich auch an verschiedene Dekanlagen anbinden. Ist wahr. Ja, ist wahr. Man glaubt es nicht, gell? Man glaubt es nicht. Also ein DAX geht auch an andere Anlagen wie Unify. Genau, wir fangen spontan an, neben den 3 Unify-Anlagen, Cisco? Ja, wir machen erstmal die zertifizierten. Cisco, Innovafone, Mitel. Genau. Und nächste Woche haben wir? Genau, also Alcatel können wir uns auch schon anbinden. Die Zertifizierung steht quasi vor der Tür, ist für nächste Woche geplant. Also wenn das Video freigegeben wird, hoffen wir, dass ihr zertifiziert. Dann sind wir schon zertifiziert, genau. Das heißt, wir sind an mehreren verschiedenen TK-Anlagen auf jeden Fall zertifiziert. Das heißt, wenn wir eine Anschaltung machen oder wenn ihr eine Anschaltung macht, kriegt ihr auch entsprechenden Support auf der TK-Anlagenseite. Wir haben natürlich selbstverständlich, wenn wir das zertifiziert haben, eine Anschalte-Doku von unserer Seite und auf der TK-Anlagenseite. Und wenn wir zertifiziert sind, kriegt man sogar Hersteller-Support auf der TK-Anlagenseite von den TK-Anlagen-Technikern. Das hört sich gut an. Aber warum? Dazu noch einen kurzen Moment. Ja, bitte. Das sind die 5, 6 zertifizierten TK-Anlagenhersteller. Wir haben natürlich auch Anschaltetests an ganz viele verschiedene anderen gemacht, die halt noch nicht den Stempel zertifiziert bekommen haben. Aber dazu gibt es auch meistens Anschalte-Dokus. Ja. Wenn ihr Fragen habt, einfach kurz Kommentare schreiben oder E-Mail. Genau. Genau. Also prinzipiell geht der DAX an jede Anlage mit SIP. Richtig. Denn wir sprechen SIP und Basic SIP kann man im Prinzip überall anschalten. Genau, stimmt. Wir haben unseren SIP-Stack selber entwickelt, selber geschrieben, oben in der Entwicklung. Und das heißt, dieses Plain SIP oder Basic SIP ist wirklich, also wenn das nicht geht, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Aber es ist wirklich, das geht zum Großteil geht das. Jetzt will ich aber noch was dazu sagen. Bitte. Und zwar Connect Them All. Ja. Marketingmäßig. Also nicht technisch, sondern jetzt mal so ein bisschen auf die
Dings hauen. Ne? Aber deswegen haben wir ja die Aufteilung. Ich bin so ein bisschen technisch, vertrieblich und du bist Marketing. Das heißt, passt. Jetzt darfst du. Also wir haben ja immer schon eigentlich, ich habe viele, viele Jahre die Verbindung an die entsprechenden anderen TK-Anlagen. Ist ja nichts Neues. Wir wollen es mal ein bisschen mehr publik machen. Mhm. Die Partner, die uns kennen, die wissen das. Ja. Aber es geht darum, warum machen wir gerade jetzt Connect Sim All? Es gibt einen ganz schönen Grund dafür. Echt? Ja, das möchte ich wissen, was es ist. Auf ja? jeden Fall. Genau, ich auch. Nein, Spaß. Es geht nicht darum, dass momentan ja auch die Bundesregierung was ausgeschrieben hat. Nämlich die Deutschland wird digital. Ah, da haben die auch quasi eine Kampagne gestartet. Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann hängen wir uns dran, ne? Klar. Ja. Ja, Deutschland wird digital. Das bedeutet also, es werden kleine und mittelständische Unternehmen, sprich KMUs, ich habe hier nicht weggeguckt, da ist die Kamera. KMUs werden gefördert, nämlich so 50% vom Bund, von BMWI. Mhm. Das heißt, wenn die nachweisen können, dass sie einen bestimmten Vorgang im Haus digitalisieren, kriegen eine Förderung von 50%. Und dafür gibt es Beratungsunternehmen. Ah, okay. Und wir möchten nämlich gerne, dass ihr da draußen, ihr super Partner, die Beratungsunternehmen seid, sind auch einige von euch schon, und den Kunden beraten könnt. Denn nichts ist einfacher, als zu sagen, lieber Kunde, du hast ja eine Digitalisierung vor. Du willst ja sowieso machen. Mhm. Warum nimmst du nicht die 50% vom Förderprojekt? Okay, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn Sie eine Industriekunde haben oder also vielleicht sogar ein Industrieendkunde sind und haben Prozesse, die noch analog laufen, wie auch immer das dann auslegbar ist, und sie nehmen zum Beispiel einen Alarmserver und digitalisieren ihren Kommunikationsprozess oder Industrieprozess oder Herstellungsprozess. Das heißt, dann haben sie die Chance, ein Fördergeld dafür zu bekommen. Soll ich mal ein Beispiel dazu nennen? Ja, bitte. Ja, ganz einfach. Ein Freund von mir hat eine Metallfabrik, das ist ein 20-Mann-Unternehmen, glaube ich, oder 15, gar nicht so groß, und die arbeiten für die ganzen Industrien ringsrum um Ludwigshafen, BASF und so weiter, und die machen Drehteile, Metallteile, auch Kapseln, sonst irgend sowas. Mhm. Und dann kriegen die einen Auftrag nachmittags um 3, 4 Uhr, kriegen die rein, können ihn annehmen. Zum Beispiel, press mir mal 40.000 Metallkapseln in der Größe. Okay. Machen wir, man muss fertig sein, nächsten Tag um 4. Okay. Und das heißt, die Maschine muss nachts durchlaufen. Mhm. So, und es passiert, was passieren muss, dann bleibt mal die Maschine stehen, weil sich irgend so ein Teil verklemmt hat. Okay. Dann würde quasi die Zeit nicht mehr reichen, den Auftrag fristgerecht zu erfüllen. Das heißt, in dem Fall geht der kommt der Produktionsprozess in Stocken und keiner kriegt es nachts. Korrekt, kriegt keiner mit. Und der sagt mir, das wäre so geil, wenn meine Maschine mich einfach nachts anrufen würde. Mhm. Gesagt, getan, der hat mittlerweile auch einen DAX gekauft, einen Partner von euch. Und dann geht er eben, zieht dann Bademantel über, geht raus in die Maschinenhalle und dann holt er dann dieses defekte Teil raus, das verklemmte Teil. Und dann läuft die Maschine weiter und er muss nicht mehr mit seinen ganzen Mitarbeitern morgens an Sonderschichten schieben. Mhm. Ja? Ja, wunderbar. Ja, und sowas zum Beispiel ist dann Digitalisierung. Das war ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Und deswegen Connect Sim All. Ja, ja, und für Fragen diesbezüglich einfach den lieben Sebastian anrufen. Richtig, genau. Ja. Wir blenden die Kontaktdaten ein. Wenn ihr generell Fragen habt, bitte einfach unten ins Feedback-Formular, also in die Kommentare unten, abonnieren, sehr gerne. Gerne. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung zu Connect Sim All. Die Kampagne werdet ihr sehen auf unserer Webseite. Da gibt es immer jede Menge neue Mitteilungen für die Gewerke, für die Anwendungsfälle oder auch eben tiefergehende Informationen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Tschüss.